Florian Stieler spielt Dr. Brückner bei GZSZ. Ist Pauls verschwundene Schwester wieder zurück? Niklas Osterloh präsentiert Pauls neue Seite. Laura wurde schon oft verletzt. Maren und Leon spielen mit dem Feuer gerne gegen Fleming Reloaded. Philipp gibt Laura noch eine Chance. Luisa Wiezorek spielt Pauls Schwester. Annike hat der Seitensprung von Maren. Seitensprung mit Leon und Maren, dass es einmal so weit kommt, damit hätten Maren und Leon nie gerechnet. Auf einem gemeinsamen Seminar landen die beiden im Bett. Die GZSZ-Schauspieler Eva Mona Rodekirchen und Daniel Filo sprechen über den Seitensprung von Maren und Leon. Wie konnte es dazu kommen und vor allem, wird das noch Konsequenzen haben? Eva und Daniel klären auf. Es war der Alkohol. Alles begann mit Sophies beruflichen Moskau-Aufenthalt. Als Leon erfährt, dass seine Frau ihren Kunden Nikolai dort geküsst hat, fällt er aus allen Wolken. Obwohl er vorgibt, ihr zu verzeihen, nagt die Eifersucht an ihm. Gemeinsam bricht Leon mit Maren zu einem Seminarwochenende in einem Wellness-Hotel auf und schläft mit ihr. Für die GZSZ-Schauspieler Eva Mona Rodekirchen und Daniel Filo ist klar, Schuld hat der böse Alkohol. Doch das ist nicht alles. Der Auslöser war, dass da so ein bisschen Eifersucht in Leon schlummerte, sagt Daniel. Eine gewisse Anziehung besteht schließlich auch schon länger zwischen Leon und Maren. Außerdem verbindet sie eine enge Freundschaft. Dennoch hätte es nie dazu kommen dürfen. Lerne aus deinen Fehlern, rät der GZSZ-Schauspieler, mache es anders als Leon und Maren. Hat der Seitensprung Konsequenzen? Doch, wie wird es für Leon und Maren nun bei GZSZ weitergehen? Hat ihr Seitensprung Konsequenzen? Keiner von beiden würde jetzt seine Beziehung aufgeben oder den Partner damit belasten wollen, sagt Eva Mona Rodekirchen. Allerdings wird es für sie nicht einfach werden, das Geheimnis zu verbergen. Die ganze GZSZ-Folge könnt ihr vorab bereits bei tvno.de oder in der TVNOW-App ansehen.